Lassen wir es zu, dass Frauen im Mantel ins Schwimmbecken springen. Also das habe ich mal anders gelernt. Wenn die Situation in Schwimmbädern aus dem Ruder läuft, was sagen wir dann? Na, wir haben den Wachschutz von 9 auf 12 Leute erhöht. Also als ich zur Schule ging auch und ins Bad ging in Neukölln, war das auch nicht gerade mal Bad Bevensen. Aber 12 Wachschütze hatten wir im Schwimmbad noch nicht. Und wir haben eben viele, viele Dinge. Wir sagen unseren Lehrern, natürlich brauchen Kinder im Ramadan nicht zu fasten, aber wenn sie es doch tun, dann sollte man Klassenarbeiten im Ramadan nicht schreiben. Wir sagen den Lehrern, beziehen Sie keine Position bei der Frage Gleichheit der Geschlechter, Gewalt in der Familie, das könnte die Hälfte der Schüler gegen Sie aufbringen. Sind Sie ein Anhänger der Leitkultur? Weil und, Sie und, nein, ich sage nur, wir müssen uns doch nicht wundern, wenn dort, wo die Gesellschaft, dort, wo der Staat tatsächlich prägend und erziehend wirkt, wenn wir da unsere eigenen Lebensregeln nicht mehr offensiv vertreten, sondern wenn wir sagen, um Gottes Willen, es könnte jemand sich auf den Schlips getreten fühlen, bloß nicht ansprechen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wenn junge Männer dann ins Pubertätsalter kommen, dass sie dann den Kotten geben und auf dicke Hose machen. Das ist da völlig klar. Wenn er die Schwester nicht heiratet, dann knallen wir ihn ab. So, na toll. Ich glaube nicht, dass es sich so schnell knallt, aber wir haben ja diese Dinge, die da stattfinden. Und ich glaube, dass da unser Punkt ist. Das hat der Bundespräsident übrigens in seiner Rede deutlich angesprochen. Ja. Es konzentrieren sich immer alle auf diese 4 Sätze, dass es davor einen Absatz gibt und danach, wo er sagt, wir erwarten, dass unsere Lebensregeln, dass unsere Art zu leben akzeptiert wird und wir erwarten, dass jeder sich in diese Gesellschaft einbringt. Ja. Und wer die Regeln dieses Landes missachtet, der muss mit Gegenwehr rechnen. Das wollen wir schon wieder nicht mehr. Und darüber wird nicht geredet. Ich komme nur wirklich aus einem Stadtgebiet, wo ich sehe, wie sich im Alltag diese Dinge, von denen jeder verbal behauptet, da müssen wir aber sofort entgegentreten, wie die raumgreifend Stück für Stück, Tag für Tag. Und zwar, weil wir keine Gegenwehr halten. Und lass mich den Einsatz noch sagen, bei mir segregieren die migrantisch stämmigen Bevölkerungsteile, insbesondere auch die Muslime, nicht mit der Begründung, weil es hier nicht schlecht ist, weil man hier schlecht lebt, man sagt, wissen Sie, wir flüchten vor unseren eigenen Landsleuten. Meine Frau ist es leid, sich im Supermarkt anmachen zu lassen. Du bist eine schlechte Muslima, weil deine Tochter kein Kopftuch trägt. So, du Herr bist Strömele, eine schlechte Mutter, weil dein Kind in der Schule mitturnt. So, dein Kind läuft mit nackten Oberschenkeln in der Schule rum und turnt in der Halle. So, das sind die Punkte, die in die bildungsorientierten Muslime, die flüchten vor ihren eigenen Landsleuten, die flüchten vor der Orthodoxie. Ich sage Ihnen, hätten wir nur Aleviten bei uns, hätten wir diese Probleme alle nicht. So, jetzt Herr Ströbele, weil Sie nämlich immer noch derjenige sind, der sagt, man muss tolerant sein, wir brauchen diesen muslimischen Feiertag. Haben Sie das Gefühl, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man sagen mal, das ist jetzt unser Land und das sind unsere Gepflogenheiten und ihr habt euch da gefälligst anzufassen, oder geht Ihnen das nicht über die Lippen? Natürlich. Das sind unsere Gesetze. Also Gott sei Dank passieren ja diese schlimmen Sachen, die da angedeutet werden in dem Film, in tatsächlich relativ wenig. Also Fememorde und ähnliches, Ehrenmorde sind vereinzelt leider oder Gott sei Dank nur da. Also sind, Sie sind aber die Spitze des Eisbergs, ja, Herr Ströbele, wissen Sie? Lassen Sie mich doch mal zu Ende sagen. Ich sage Ihnen doch, das sind Einzelfälle. Aber in dem Augenblick, in dem jemand da sowas sagt in der Schule, oder in dem muss natürlich, auch nach meiner Auffassung, der Lehrer tätig werden, der muss dann mal mit den Eltern reden, der muss dem entgegenwirken, der muss alle Möglichkeiten versuchen, der muss das in der Klasse zum Thema machen, der muss sich damit auseinandersetzen. Das Falscheste wäre, das Falscheste, das kann nicht nur Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe als Politiker, das ist Ihre Aufgabe, eigentlich zum Lehrberuf gehört das auch dazu. Sie leben in Kreuzberg, und wenn Sie aber die Augen verschließen und die Realität nicht wahrnehmen wollen, dann passiert nichts. Aber eigentlich wäre das Ihre Aufgabe gewesen, schon länger auch einfach mal auf solche Missstände als Politiker aufzunehmen.
aufmerksam zu machen. Das müssen Sie doch wissen. Sie leben doch in Kreuzberg. Ja, tun wir. Oder kriegen Sie nicht mit, was um Sie herum passiert? Die Leute ziehen weg aus Kreuzberg. Ja, die gut gebildeten Türken ziehen weg. Das ist genau das Problem, Herr Schwebel. Entschuldigung, so einen Satz, wie wir ihn vorhin in dem Fernsehen gesehen haben. Und dann kommt ständig mit dieser Stigmatisierung. Wenn ein Rechtsradikaler gesagt hätte, wir wären sofort 30 Grüne auf der Straße und würden eine Riesendemonstration machen. Ich muss auch diese Gelegenheit jetzt nochmal wahrnehmen und Ihnen unbedingt noch etwas sagen. Wissen Sie, das, was Sie machen, und muss man doch nicht so einsehen. Ich habe ein ernsthaftes Bedürfnis, Ihnen noch eine persönliche Botschaft hier mitzugeben. Sie haben ja seit Jahren auch immer wieder nichts anderes zu tun, als darauf hinzuweisen, dass wir zugehen müssen auf die Migranten, weil das sind ja die stigmatisierten Opfer. Von seitens der Grünen immer zu Opfern stigmatisiert, wir müssen ihnen die Hand reichen. Ich will Ihnen mal was sagen. Mein Vater ist als Gastarbeiter hergekommen und mein Vater war noch nie in seinem Leben ein Opfer. Der hat das aus freien Stücken gemacht und der fand das ganz klasse. Der fand das nämlich toll, dass seine Kinder hier zur Schule gehen konnten und dass er hier als freier Mensch in einer Demokratie leben konnte. Und ich finde, da unterschätzen Sie auch ganz schön immer die Gastarbeiter, weil Sie immer denken, Sie müssen sich schützend vor eine exotische Minderheit stellen. Es geht darum, dass Sie uns endlich gleichberechtigt ernst nehmen. Und dann müssen Sie auch über Diskriminierung von Türken gegen Deutsche sprechen, weil nur das ist Gleichberechtigung. Ja, so. Und ich darf etwas jetzt hinzufügen. Frau Jilmers wollte dann müssen auch die Sie auch Zeit. Endlich... Dann müssen Sie auch endlich von diesem ganzen Kitsch weg. Da ist die Lehrerin, die will mit dem Kopftuch so gerne unterrichten. Da ist das kleine Mädchen. Lieber Herr Ströbele, ich appelliere an Ihren politischen Verstand. Hinter all diesen Prozessen, die bis zur letzten Instanz gegangen sind, Frau Ludin und so weiter, standen die islamistischen Organisationen, Mini Görres und so weiter, die hier exemplarisch, oder die Mädchen, die in Frankreich vor 20 Jahren zuerst in die Schule geschickt wurden, dahinter standen drei islamistische Väter und Onkel, die aus Deutschland weggegangen waren, weil hier Druck war. So, das sind alles politische. Nein, das sind, ich möchte ich nutze die Gelegenheit. Nein, stopp. Wir müssen jetzt mal die anderen zu Wort kommen lassen. Frau Schmarz, Entschuldigung. Frau Jilmers hat lange nichts gesagt, ist aber diejenige, die auch im Zentrum hier sitzt, Herr Ströbele, Sie gestatten das für einen kleinen Moment, dass Frau Jilmers die sehr zurückhaltend ist. Also ich wehre mich gegen diesen Generalverdacht, dass alle Muslime und alle Frauen, die Kopftuch tragen, jetzt von Islamisten unterstützt werden. Und was ist so gefährlich an einer Frau wie mich, dass sie in der Schule lehrt? Ich denke, das wäre eine Chance, dass wir muslimischen Mädchen zeigen können, ihr könnt was erreichen, ihr könnt emanzipiert sein, ihr könnt gut gebildet werden, ihr könnt eine gute Arbeit bekommen. Diese Schule soll doch unsere Gesellschaft repräsentieren. Die Kinder sollen doch darauf vorbereitet werden. Und Muslime gehören nun mal zu unserer Gesellschaft. Sie haben sich den Lehrberuf abgeschminkt, weil Sie wissen, dass Sie dann... Nee, gar nicht. Aber Sie sind ja eine emanzipierte Frau. Zweimal verheiratet, zweimal geschieden, alleinerziehende Frau. Also nicht das, was man sich normalerweise unter einem Kopftuch so vorstellt. Die Frage ist tatsächlich die, wo man hier die Grenzen zieht zwischen dem, was hier gelebte Kultur ist und eine Abgrenzung auch gegen das, was Frau Schwarzer Islamisierung nennt. Stellen Sie das denn komplett in Abrede? Nein, ich stelle das nicht in Abrede. Gewiss gibt es Menschen und Strömungen, die das also bezwecken. Aber das darf man nicht einfach so pauschalisieren, als ob wir Muslime nur hier politisch wären. Ich möchte das aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben und an Herrn Ströbele die Frage gerichtet haben. Muss man sich an unsere Rechte... Was heißt unsere? Das sind auch meine Rechte. Ich bin deutsche Muslime, türkischer Herkunft, aber ich gehöre zu Deutschland. Ich war so glücklich, als Herr Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Das sind immerhin 4 Millionen Muslime und 2 Millionen von diesen 4 Millionen haben die deutsche Staatsbürgerschaft und das ist eine Menge. Wir sind Deutschland. Aber die 4 Millionen denken nicht alle so wie Sie, Gott sei Dank. Das muss man natürlich auch nochmal, nein, das muss man nochmal deutlich sagen. 85% der, die wir so statistisch in etwa unter Muslime zusammenfassen, gehören keiner der großen islamischen Dachorganisationen an. Es wird nämlich da, wir müssen nämlich mal lernen, jetzt auch da viel stärker zu differenzieren und uns eben gerade von diesen islamischen Dachorganisationen auch nicht das Bild des Islam in unserem Land vorschreiben lassen. Was ist der Islam eigentlich? Wir müssen da viel stärker differenzieren. Dass Gott sei Dank nicht alle christlichen Menschen, was weiß ich, zur CDU gehören oder so. Das finde ich allein schon diskriminierend. Also wenn ich zu einer bestimmten Einrichtung gehöre, dann erwarte ich, dass das respektiert wird, genauso wie ich also Ihre Einstellung respektiere. Ich habe nur gesagt, ganz klipp und klar, die Großteil der Menschen in Deutschland, die auch muslimischen Glauben sind, nicht das befolgen, was Mili Görres zum Beispiel will, aber dass wir da eben einen klaren Trennungsstrich ziehen müssen und dass wir da auch energisch dagegen vorgehen müssen, weil das eine intolerante Organisation ist. Herr Buschkowski hat sich häufig beklagt, dass er zwar zwischen den Linken und den Rechten... Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin gegen, deshalb habe ich auch
mitgeholfen, ein Gesetz dazu machen, gegen jede Diskriminierung. Wer wen diskriminiert, das ist mir egal. Das ist beides schlimm und wir machen Gesetz dagegen. Wir versuchen, wir haben auch Strafgesetze, zum Beispiel den berühmten Paragraphen gegen die Zwangsehe. All das haben wir ins Gesetz reingeschrieben, weil wir das verhindern wollen, soweit das möglich ist. Und ich sage Ihnen, natürlich gibt es auch Diskriminierung auf der anderen Seite. Ich habe gerade ein Gespräch gehabt mit Türkenspor. Da gibt es eine Frauenfußballmannschaft. Die ist jetzt in Brandenburg unterwegs gewesen. Wenn die Ihnen erzählen, welchen Diskriminierungen Sie da verbaler und tätlicher Art ausgesetzt sind, dann wissen Sie, dass es natürlich auch leider die Diskriminierung von der anderen Seite gibt. Jegliche Diskriminierung ist zu bekämpfen und da muss man natürlich jeweils versuchen, welches ist das wirksamste Mittel. Und da kann man sich drüber streiten, da kann man sagen, vielleicht das oder das in der Schule oder mit Mitteln, wie Sie das ja auch gemacht haben in Neukölln, mit Mitteln der Polizei, dass Sie da Polizeibeamte stationieren vor der Schule oder ähnliche Geschichten. Das muss man dann sehen, aber wir wollen weder in der Schule noch in der Gesellschaft diese Diskriminierung und versuchen alle gemeinsam was dagegen zu tun. Na, das ist die Frage, ob wir das ist nämlich genau die Frage, die ich jetzt gerne weitergeben wollte. Tun wir alle was dagegen und wenn ja, sind wir auf dem richtigen Weg? Herr Buschkowski, wir sehen ja zwei Entwicklungen. Einerseits gibt es unsere Familienministerin Christina Schröder, die berichtet davon, dass sie von türkischen Mitbürgern als deutsche Schlampe beschimpft wird, weil sie eben Stellung bezogen hat. Andererseits gewinnt die FPÖ in Wien mit islamfeindlichen Parolen. In Holland ist jemand in der Tolerierung einer Regierung, der ganz klar sagt, die gehören nicht zu uns. Was glauben Sie denn, was bei uns in Deutschland passieren wird? Welche Fraktion wird sich durchsetzen? Wird sich durchsetzen diejenige, die sagt, das gehört zu uns, wir müssen es einbinden und ein bisschen mehr darauf achten? Oder wird es sich zuspitzen in zwei Kulturen, die gegeneinander knallen? Sie hatten noch Dänemark und Schweden vergessen, wo die gleichen politischen Entwicklungen sind. Aber also ich sag mal, ich nehme das noch einmal vom Anfang der Sendung auf. Ja. Die Menschen sind da, sie haben ein Recht auf ihren Glauben, sie haben ein Recht auf ihre Glaubensstätten und auf ihre Geistlichen. Das ist so. Die Frage ist, ob wir dazukommen und sagen, es ist untrennbar mit der Wertschöpfung dieses Landes verbunden und mit der Entstehung dieser pluralistischen demokratischen Gesellschaft. Dazu hat der Islam in Mitteleuropa nach meinen historischen Kenntnissen wirklich nichts beigetragen. Ich finde diese Formulierung vom Bundespräsidenten ein bisschen unglücklich. Diesen Satz hätte er Ihnen an einer anderen Stelle getan in der Rede. Wäre es gut gewesen, aber in den geschichtlichen Zusammenhang halte ich für schwierig. Ich will Ihnen aber Ihre Antwort nicht schuldig bleiben. Ja. Es ist ein Thema in der Bevölkerung, das sehen wir an der Reaktion auf das Buch von Thilo Sarrazin. Und wenn die Politik diese Dinge nicht aufnimmt, die die Bevölkerung bewegen, dann werden sie den Eindruck ermitteln, die wollen meine Probleme nicht verstehen, die wollen mit mir darüber nicht reden. Und dann treiben sie die Menschen zu den Extremisten mit den einfachen Parolen. Ich halte das für sehr, sehr gefährlich. So. Genau so ist es. Solange die demokratischen Parteien der Mitte und der Linken dieses Problem ignorieren und so wohlwollend drüber wegsehen wie Sie, Herr Ströble. Tut mir leid, Sie haben das alles sehr sympathisch gesagt, aber Sie wollen sich die Welt malen, aber die Welt ist anders. So lange, also und man auch das berechtigte Unbehagen der Bevölkerung, sowohl der Deutschen wie der deutsch-muslimischen, ignoriert, umso mehr werden die Parteien, die Menschen in die Arme dieser Rechtspopulisten, dieser Rattenfänger treiben, die damit Propaganda machen. Wir sehen das auch in anderen. Und ich finde, wir sind jetzt übrigens, ich bin der Meinung von Frau Balschi, es hat sich noch nicht viel getan, leider, und in vielen sind wir zurück, aber gerade sind wir an einem interessanten Punkt. Wir reden alle drüber. Bravo. Schön. Das ist ein gutes Schlusswort für eine Diskussion, die lebhaft war, die viele interessante Allianzen herausgebracht hat hier und viele interessante Gegnerschaften. Ich danke für den Stand der Dinge heute. Ich bin ziemlich sicher, dass wir weiter diskutieren werden. Herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank fürs Diskutieren. Ihnen danke fürs Zuschauen. Ich gebe weiter quasi morgen an den Kollegen Frank Plasberg mit Hart aber fair und jetzt an die wartenden Kollegen des Nachtmagazins. Ihnen noch einen schönen Abend.